Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Replay World of Warships. Diesmal in der Hindenburg, den deutschen Tier 10, Tier 10 Schlachtschiff, ja, den Tier 10 Kreuzer. Und irgendwie ist hier der alternative Interface-Modus nicht eingestellt. Moment. Auf Full. Keine Ahnung. Es gab ein Update. Jetzt ist es eingestellt. Perfekt. Ja, Hindenburg, Tier 10 Kreuzer der Deutschen. Auch meiner Meinung nach einer der besten Anfängerkreuzer, oder also die ganze deutsche Kreuzerlinie ist sehr gut für Anfänger geeignet. Und ihr seht hier im Chat schon, dass sich da die Zeiten ein wenig aufregt, weil wenn ihr mal hier auf das Matchmaking guckt, sie ist der einzige Achter. Wir haben auch eine Zeiten und eigentlich war es doch mal so, dass mindestens immer drei Low-Tier-Schiffe dabei sind. Kann sein, dass sie es geändert haben, aber quasi bei jedem Patch in World of Warships gibt es irgendwelche Probleme. Zum Beispiel auch hier, dass ich jetzt hier bei jedem Replay den alternativen Interface-Modus neu einstellen muss. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht standardmäßig auf vollgestellt ist, aber egal. Mein Plan ist jetzt hier tatsächlich mit der Hindenburg mich erstmal so zu positionieren, dass ich hier mit auf B schießen kann. Weil ich habe hier meinen Zerstörer in der Divi dabei. Auch die Montana ist mit mir in der Divi. Und wir sehen hier schon, dass hier B gecappt wird. Und die Gdansk hat einen Radar. Generell momentan einer der stärksten Zerstörer, die ins Game gekommen sind. Und da geht das Radar an. Da geht auf die gegnerische Gdansk rein. Aber leider ist der relativ schnell und ich werde ihn nicht mehr. Ihr seht, er geht da hinter die Insel. Das Radar geht auch nicht lang von der Gdansk. Jetzt habe ich es. Aber es ist relativ schnell wieder ready. Es hat einen sehr kurzen Cooldown. Aber wir wollen ja eigentlich hier nicht so über die Gdansk sprechen, sondern über die Hindenburg. Und die Hindenburg ist ein klassischer Kite-Kreuzer. Und deswegen ist er auch so gut geeignet für Anfänger. Weil ihr stellt euch einfach irgendwo in den Kite rein. Der Gegner pusht im besten Fall in euch rein. Und ihr farmt mit HE runter. Ihr habt eine wahnsinnig guten. Ihr habt keine gute DPM. Ihr habt einen sehr guten Reload. Und ihr habt auf der HE-Granate, die macht nicht viel Schaden. Also wir haben hier nur einen Schaden von 2500. Also vergleicht das mal mit der Zau zum Beispiel. Die halt einen viel größeren Alpha-Schaden hat auf ihrer Hauptbatterie. Was wir allerdings haben, ist ein hoher HE-Pen. Wir haben 51 mm HE-Pen. Bei 203 mm Kanonen ist nicht schlecht. Das liegt einfach daran, dass die Deutschen den Quarter-Pen haben. Und gerade diese ganzen Russenkreuzer, deutsche Schlachtschiffe zum Beispiel auch, ihr könnt deren Deckpanzerung pennen. Also zum Beispiel eine Zieten hat halt keinen Spaß gegen uns. Und das ist halt einfach der Vorteil von der Hindenburg. Das Wetter in die Hindenburg ist relativ gut gepanzert für einen Kreuzer. Nicht unbedingt durch die Panzerungsdicke, aber dadurch, dass wir haben so eine typische Trollpanzerung, kann man es glaube ich nennen. Wenn wir Breitseite zeigen, nehmen wir tatsächlich manchmal überhaupt keine Zitadellen, sondern nur Overpens. Das ist ganz verrückt. Also gerade so eine Ohio, wenn wir da auf so 12 Kilometer ran seid, ihr könnt Breitseite vor der lang fahren und hofft halt einfach auf Overpens. Ohio ist tatsächlich auch dieses Schiff, warum ich da jetzt nicht unbedingt näher ranfahren will. Klar, ich habe gesagt, wir nehmen Overpens, wenn wir Breitseite zeigen. Aber die Ohio kann halt 30 mm overmatchen und 30 mm ist halt unsere Seitenpanzerung. Und ja, ich habe es gerade gesagt, das war gerade eine Zitadelle, wir waren angewinkelt. Aber sie kann uns halt einfach overmatchen. Biering wird jetzt hier relativ aggressiv. Der wollte hier anscheinend die Shimakaze im Nebel pushen. Und wir gucken jetzt einfach mal, dass wir denen ein bisschen Schaden machen. Weil das Ding ist jetzt, die Giering hat jetzt so wenig HP, dass die nicht mehr gegen die Shima kämpfen kann. Ja, ich denke, wir werden ihn auch da rauskriegen. Ja, 4000 hat er noch. Relativ easy, den da jetzt rauszuschießen, wenn wir treffen. Ich mag die Hindenburg auch einfach durch diesen Reload. Weil wenn man halt so einen Sturmtruppler-Aim hat wie ich, dann profitiert man doch ein bisschen davon. Wir kriegen auch den Kill. Auf der C-Seite sieht es tatsächlich auch relativ gut noch aus. Wir haben das C-Cap bekommen. Das A-Cap könnten wir jetzt hier auch gleich nehmen. Leider hat unsere Yamato da relativ viel Schaden genommen und wird da rausgehen. Die Yamato ist da die Einserlinie, glaube ich, runtergefahren und hat dann jetzt da einen Gamer-Turn gemacht.
Ja, es ist halt nicht so das, was du als Yamato machen solltest. Und wir haben jetzt hier auch wieder diesen Fall, der Gegner hat hier drei Schlachtschiffe. Klar, die Zeten als Achter. Aber auch eine Zeten sollte man jetzt nicht unbedingt unterschätzen. Aber die Ohio und Bougonia alleine sorgen schon dafür, dass ihr da eigentlich nicht reinpushen wollt. Gerade wenn wir halt auch nur die Zeten als Backup haben. Das U-Boot ist auch noch hier irgendwo. Das ist der große Nachteil von der Hindenburg. Wir haben hier nur Wasserbomben. Das heißt, wir können da absolut gar nichts gegen das U-Boot machen. Ist einfach ein Witz. Ich denke, ihr kennt auch meine Meinung dazu. Aber ja, müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Vielleicht schaffe ich es ja mal, mich nicht über U-Boote aufzuregen. Also das zählte jetzt nicht, als sich über U-Boote aufzuregen. Denke ich. Hoffe ich. Ja. Wir haben jetzt das mittlere Cap bekommen. Die gegnerische Gedanks ist auch raus. Der Gegner hat generell keine Zerstörer mehr. Dafür haben wir halt zwei Schlachtschiffe verloren, was nicht so gut ist, weil wir die Schliefen verloren haben. Wo haben wir denn die Schliefen verloren? Ach, die ist mitten im C-Cap gestorben. Ja, gleiches Problem. Warum ist die Schliefen da reingepusht? Wir haben das Cap. Macht keinen Sinn. Aber genauso auch hier unsere Shimakaze steht auch noch in einem Cap drin, was wir schon haben. Ist auch nicht so unbedingt Sinn der Sache. Das Ding ist, hier der Gegner pusht nicht wirklich nur uns rein. Sie versuchen so nach und nach zwar ranzufahren, aber die Bougonier dreht es hier auch schon wieder ab. Ohio könnten wir jetzt hier vielleicht kriegen. Wir haben noch hier 10 Sekunden den Reichweitenflieger. Und dann müsste die auch gleich in unserer normalen Reichweite sein. Mal schauen. Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo das U-Boot ist. Das Gute ist, hier mein Zerstörer kommt jetzt aber hier zurück, weil den brauchen wir jetzt hier definitiv. Zeten fährt auch in die Mitte. Napoli? Keine Ahnung, wo die hingefahren ist. Aber wir werden jetzt hier über kurz oder lang das C-Cap verlieren, obwohl der GK ist fast tot. Montana kitet auch raus. Es wollen der, ihr seht es hier, der hat hier oben kaum noch HP. Also es macht keinen Sinn, dass er jetzt da stehen bleibt. Lieber das Schiff im Spiel behalten, als da jetzt irgendwie zu sterben. Aber wir kriegen die Ohio raus. Eigentlich müsste der GK da auch rausgehen. Aber das ist natürlich der Nachteil, wenn ihr halt auch keine HP mehr habt. Müsste sich auch einfach zugehen lassen und sich dann hochheilen. Ich weiß nicht, wie viele Heilungen er noch hat. Eigentlich müsste er noch ein paar Heilungen haben. Er ist aber immer noch offen. Das heißt, er schießt noch. Ja, definitiv. Da kommen ja gerade seine Shells. In so einem Fall lasst euch zugehen. Wenn ihr merkt, dass ihr mehr Schaden bekommt, als ihr austeilt, dann, ja, dann schießt nicht. Dann macht das keinen Sinn. Dann ist das ein schlechter Trade. Zeten fährt auch hier wieder rein. Macht überhaupt keinen Sinn, dass der da reinfährt und stirbt jetzt auch dafür. Und hier ist U-Boot. Sollten wir jetzt aber eigentlich rauskriegen. Hoffe ich einfach mal. Wir wissen jetzt leider, dass die Napoli Richtung dem A-Cap kommt. Das heißt, wir werden das A-Cap hier wahrscheinlich nicht bekommen. Außer die Shimakaze hat irgendwelche Lucky Torpedos. Und das verstehe ich nicht. Shimakaze. Ihr seht, dass die Ohio da nur noch 3000 HP hattet. Und jetzt wird sich darüber beschwert, dass die Ohio so weit wegfährt. Ja, keine Ahnung. Ich mag solche Spieler nicht. Und generell, wir werden gleich sowieso nochmal über die Shimakaze sprechen müssen. Wenn irgendwelche Spieler anfangen, im Chat zu schreiben, werden andere Spieler davon verunsichert und machen dann Fehler. Und das ist dann die Schuld von so Semi-Profi-Spielern, die meinen, sie haben es verstanden. Übrigens wäre das jetzt hier auch ein AP-Moment, auf die Napoli zu schießen. Ich schieße hier weiter Harry, zum einen, weil ich nicht geglaubt habe, dass der da einfach straight up weiter Breitseite fährt. Aber guck, er winkelt so ein bisschen. Ihr werdet der Napoli keine Zitadellen schießen. Gerade als Kreuzer, ja, ich weiß gar nicht, ab welcher Entfernung ihr da in die Zitadelle reinkommt. Die Napoli ist relativ gut gepanzert für einen Kreuzer. Und auch die Hindenburg AP, die ist nicht schlecht, was den Schaden betrifft, meine ich. Aber sie hat keinen besonders guten Pen. Und ihr müsst wirklich warten, bis der Gegner Breitseite zeigt. Ihr habt keine verbesserten Abprallwinkel oder ähnliches.
Deswegen auch wieder, Hindenburg ist relativ gut, weil ihr sehr durchgängig HE schießen könnt und AP quasi in den richtigen Momenten schießen müsst. Aber klar, wäre ein AP-Moment auf die Napoli gewesen. Weil selbst wenn ihr keine Zitadelle rumkommt, ihr macht ja halt die Pens und die AP hat einen höheren Höchstschaden. Der ist fast doppelt so hoch wie der HE-Schaden. Ihr seht es hier 2500 und hier 5900. Ja, wir haben jetzt hier ein kleines Problem in dem Match. Wir haben nicht unbedingt noch HP. Wir haben jetzt hier gerade ein U-Boot, was sich da glorreich wegschmeißt. Und ich stehe jetzt hier gleich im Kreuzfeuer. Die Napoli fährt hier hoch. Keine Chance, dass die Napoli da irgendwie abgefangen wird. Und die Colombo kommt da hoch. Und die Zieten hatten Hydro. Ihr seht es hier auch auf der Minimap. Die macht das U-Boot auf. Und wird es halt jetzt da rausbomben. Und ich möchte weder eine Colombo noch eine Napoli wirklich in der Seite stehen haben. Aber ich gucke jetzt erstmal, dass ich mit hier auf die Colombo drauf gehe, dass wir die als erstes rauskriegen. Weil dann hier zumindest das C-Cap relativ gewonnen ist. Die gegnerische Shimakaze hatte nicht mehr so viel HP gehabt. Ihr seht es auch oben in der Mod, die hat nicht mehr viel. Ja, kriegen jetzt hier leider ein bisschen Schaden, aber die 380er der Colombo können wir tanken. Leider ist jetzt hier in seinem Nebel, deswegen muss ich hier auf die Napoli schießen. Natürlich ja, um meinen Zerstörer ein bisschen zu unterstützen. Es wäre tatsächlich gar nicht schlecht, wenn die Napoli der Gedanks hinterher fährt. Er hat noch 8000, da ein, zwei gute Montana-Salven. Da könnte rausgehen, aber er dreht schon ab, ja. Macht er auch richtig. Der weiß, wenn er jetzt da rein. Oh, er nimmt Torpedos mit. Das heißt, wir können hier die. Oh, wir kriegen hier eine Zita von der Ziten. Auch so viel dazu, dass hier Achter gegen Tier 10 nichts machen können. Also als Achter habt ihr auch Einfluss auf Tier 10 Schiffe. Gerade wenn man halt sich so, ja, so ungünstig hinstellt, wie ich da gerade. Aber Colombo geht raus und damit sieht das Match tatsächlich gar nicht schlecht aus. Wir haben das U-Boot da verloren, war aber klar. Napoli ist auch da am Zehner aufsammeln. Und wir gucken jetzt mal, dass wir jetzt hier die BBs runterfarmen. Gerade die Zieten kann nicht so wirklich viel machen. Und mein Ansatz wäre jetzt hier gewesen, ich gucke, dass ich hier ein bisschen näher ranfahre, zum Beispiel hier an diese Insel. Mich da wieder einen Kite drehe, auf die Schlachtschiffe farme und die dann halt nach und nach rausbrenne. Okay, hier kommen schon mit Kaso-Torpedos. Sind, glaube ich, 20 Kilometer Torpedos gewesen. Auch interessant. Aber hier unsere Shimakaze entscheidet sich halt dafür, sich von der Napoli pushen zu lassen. Ja, kann man machen. Ist jetzt nur ein bisschen spannender für uns. Oh, wir kriegen auch hier den Vernichter. Nice. Und hier unsere Shimakaze, die jetzt hier auf der C-Linie fährt, fährt runter in D rein, tötet die gegnerische Shimakaze. Montana, ja, hat 12.000 AP noch. Nimmt, glaube ich, jetzt auch wieder ein Torpedo mit. Der schießt hier so ein bisschen aus, ja, auf Reichweite. Obwohl man auch sagen muss, die Montana könnte sich überlegen, zugehen zu lassen und auch hier runterzufahren mit der Shimakaze zusammen und dann irgendwie zu gucken, irgendwie Shots auf die Napoli zu bekommen. Weil die Napoli müsste eigentlich, um noch einen Einfluss zu haben, hier durch diese Gap fahren. Wir wissen jetzt auch, dass die Shimakaze in B ist. Wir haben hier noch die Gdansk, die ist zwar leider auch nicht mehr so ja, mit der HP dabei. Aber die sollten wir da jetzt eigentlich zusammen rauskriegen, weil auch das Radar, wie am Anfang schon gesagt, relativ schnell wieder ready ist. Das Problem, was ich jetzt mache, ich habe jetzt mir, ja, wie gesagt, der Plan war gut, da an diese Insel zu fahren. Das Problem ist, dass ich hier gespottet bin, nicht wirklich wieder zugehen kann. Und ich fahre jetzt halt hier in drei Schiffe rein und stehe halt nose in. Das ist halt totaler Blödsinn. Und damit könnte ich tatsächlich die Runde schmeißen. Weil ich gucke jetzt, dass ich hier noch so viel Schaden wie möglich mache. Und die Napoli hat es tatsächlich relativ gut gemacht vom Gegner. Die ist nämlich gedreht und will gleich hier hochfahren. Und das ist natürlich richtig schlecht für mich. Ich habe jetzt zwar die Insel so hingestellt, dass die Zieht nicht unbedingt auf mich schießen kann. Aber ich müsste jetzt eigentlich mal gucken, dass ich jetzt hier rausdrehen. Spoiler werde ich nicht machen.
Ich werde jetzt hier weiter nur aus ihnen stehen bleiben. Und das Ding ist halt, unsere Shimakaze. Er macht halt da sein eigenes Ego-Play. Er torpt da einfach rein, anstatt auch einfach mal hier runter zu fahren und hier seitlich rein zu torpen, wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Auch, dass der GK, der jetzt sich da ganz schön wieder hochgehalten hat, auch hier so viel dazu. Ein GK, der kann tanken, weil er halt relativ viel Heilung hat, kann der auch wieder ins Spiel zurückkommen. Weil die Zeiten wird rausgetorpt, ich werde hier nur kurz overmatched. Aber ich werde das hier sterben und das ist halt einfach ein Fehler, den ich hier gemacht habe und hier mit Banner die Runde geschmissen hätte. Was wollte ich sagen? Shimakaze. Wäre die Shimakaze hier runtergefahren, hätte mit gegen GK vorher gesehen. Ich wäre vielleicht da gar nicht reingefahren, aber ich möchte jetzt hier für den Fehler natürlich nicht die Shimakaze die Schuld geben. Das wollte ich sagen. Ja, wie gesagt, Napoli ist jetzt hier in die Seite reingefahren. Und das ist halt richtig ungünstig. Ich bin jetzt hier fast tot. Und ja. Hätte ich jetzt hier noch ein bisschen HP gehabt, hätte ich gegen die Burgundy vielleicht noch einen Trade machen können, indem ich sie raustorpe, weil wir haben ja hier diese vollen 6-Kilometer-Torpedos. Burgundy kann eigentlich nicht viel gegen eine Hindenburg machen, dadurch, dass er nur 380er hat. Aber ja. Er verfehlt jetzt hier nochmal. Das Problem ist wahrscheinlich, nimmt mich sogar die Secondary von denen raus. Und ja, 30 Sekunden noch bis zur Heilung. Das werde ich nicht schaffen. Wäre auch so ein Moment gewesen, wo man AP schießen könnte in die Aufbauten. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Ja, Napoli nimmt uns raus. Sogar durch die Secondary. Okay. Interessant. Ja. Jetzt haben wir noch zwei Zerstörer. Da Shimakaze, die Torpedos sehen relativ gut aus. Dadurch wird die Bugoni rausgehen. Und. Ne, geht nicht raus, okay. Aber hier unsere Gedanks kann auch draufschießen. Da kommen nochmal Torpedos. Ja, okay, die geht raus. Ist rausgeflattet. Ja, also das Gefecht ist jetzt gewonnen. Die Napoli hat keine Möglichkeit, die Zerstörer aufzumachen. Und warum ist das gewonnen worden? Im Prinzip dadurch, dass halt Torpedos sehr glücklich getroffen haben. Einmal ist die Low-HP-Shimakaze rausgetoppt worden, die Zeiten ist rausgetoppt worden und jetzt auch die Burgundy. Und wir sehen jetzt hier natürlich 175.000 Schaden hat die Shimakaze gemacht. Und ja, und fühlt sich doch cool, oder? Ist doch gut, dass er da 175.000 Schaden gemacht hat. Ich habe 190.000 Schaden gemacht und hätte trotzdem die Runde beinahe geschmissen, weil ich da reingepusht bin wie, ja, wie der letzte Mensch. Und das ist halt genau das. Schaden ist halt nicht alles. Auch gerade als Zerstörer. Torpedos sind relativ situativ. Und ihr seht, wie eng wir zusammen sind. Die Napoli kann immer noch das B-Cap nehmen. Und nur die Zeit rettet quasi uns gerade die Runde. Und die Shimakaze ist hier wieder nach oben gefahren in den Nebel. Anstatt zu gucken, dass er einen Winkel bekommt, die Napoli zu spotten. Aber er hat halt das Spiel nicht verstanden, weil er denkt, er muss Schaden machen. Und das ist ja auch okay, dass ihr Schaden machen wollt. Aber als Zerstörer ist das nicht eure Hauptaufgabe. Er hätte viel früher hier unten das C-Cap nehmen können, weil das frei war. Er hätte viel früher die Shimakaze vielleicht fighten können. Hat er halt nicht gemacht, weil er halt eine Shimakaze ist, die ja wieso nur Torpedos schmeißen kann. Hier, mein Divimate resettet halt das Cap noch. Ich kann das hier nur hoffen, dass er diese Salve überlebt, weil das war... Ja, aber überlebt es. Genau. Ich glaube, er hatte nicht gemerkt, dass es halt nur noch 50 Sekunden sind. Sonst hätte er wahrscheinlich nicht geschossen. Aber das ist halt das Ding. Es fährt halt auch nach oben. Ich weiß nicht, warum er nach oben fährt. Es ist nicht Sinn der Sache. Und klar, man kann ihm jetzt nicht für eigene Fehler verantwortlich machen. Das möchte ich auch gar nicht machen. Wie gesagt, ich habe da selbst ziemlich, ziemlich reingeschissen, auf gut Deutsch gesagt. Ich hätte damit rechnen müssen, dass da die Napoli hochkommen kann. Ich dachte, wie gesagt, dass er hier durch die Gap fährt. Und das Schlimmste oder der größte Anfängerfehler ist halt gewesen, dass ich da in drei Schiffe reingepusht bin. Ich hätte einfach hier oben in Kite stehen bleiben können, vielleicht sogar Richtung der 10er Linie mich stellen können.
und hätte mich dann halt nochmal heilen können. Dann wäre es alles easy gewesen. So, wir sind jetzt ja auch gleich in der Endauswertung. Lustigerweise ist die Endauswertung jetzt auch bei den Replays mit dabei. Das heißt, ich brauchte nicht immer extra Screenshotten, was ziemlich cool ist. Aber ja, insgesamt haben wir 190.000 Schaden gemacht. Wir haben 3 zerstört, 13 Brände, also mit Bränden hatten wir sehr viel Glück gehabt. Wir haben 26 verteidigt. Wir haben 8 sekundäre Treffer. Cool. Das hier alles sind Divi-Auszeichnungen. Ich habe keine Ahnung, was die bedeuten. Könnte man sich auch mal mit beschäftigen. Wir haben den Vernichter bekommen. Und wir gehen jetzt hier mal in das Scoreboard. Wir haben es auf Platz 1 geschafft mit 2-3 Basic XP. Auch hier Gedanks auf dem zweiten Platz. Und Shimakaze auf dem dritten Platz. Wenn ich mich recht erinnere, hatte die Gedanks irgendwas mit 100.000 Schaden gemacht. Und er hat fast genauso viel Base XP bekommen wie die Shimakaze. Dann wisst ihr halt auch, worauf die Shimakaze Schaden gemacht hat. Sie hat halt vor allem auf Schlachtschiffen Schaden gemacht. Während die Gedanks halt vor allem Schaden auf zum Beispiel Zerstörer gemacht hat, auf Kreuzer gemacht hat, auf das U-Boot gemacht hat. Also teamdienlicheren Schaden gemacht hat als unsere Shimakaze. Aber ja, genug geflammt. Wir gehen jetzt hier ins Scoreboard. Wir haben nur Hai geschossen, hatte ich aber auch schon Rübel gesagt. Solltet ihr nicht machen, ihr solltet auch AP schießen. Da gab es definitiv 2-3 Momente, wo AP die bessere Munition gewesen wäre. Das Problem ist, ich spiele die Hindenburg nicht sehr oft. Und ich habe schon sehr schlechte Erfahrungen mit der AP gemacht. Weil ihr halt wirklich auf Beidseiten schießen müsst. Also die Schiffe müssen wirklich flat Boardside stehen. Ich soll die Hindenburg auch mal öfter spielen, weil jedes Mal, wenn ich die Hindenburg fahre, frage ich mich, warum ich sie nicht öfter spiele, weil sie eigentlich ein sehr witziges Schiff ist. Aber ja, ansonsten ist hier nicht so viel. Fast 3 Millionen Schaden getankt. Hindenburg kann einiges tanken. Ihr habt ja auch die eine Heilung mehr, das wollte ich sagen, genau. Ihr habt 5 Heilungen. Theoretisch könntet ihr überlegen, den Inspekteur wegzulassen. Ich habe den Kapitän ja am Anfang eingeblendet. Und könnt dann halt irgendwas anderes skillen. Ja, aber schadenstechnisch haben wir irgendwo Bourgogne. Die hat natürlich richtig gelitten durch uns, weil Bourgogne hat nicht die Deckpanzerung. Aber auch die Zeiten können wir halt pennen. Ohio hat fast 60.000 Schaden genommen, aber das wird sehr viel Brandschaden gewesen sein, nehme ich an. Wo ist denn unser Brandschaden? Oh, 69.000 Brandschaden. Also auf der Ohio hatten wir ja, glaube ich, 1 oder 2 Permafeuer drauf ticken. Ja. Und ja, ist ja nicht so interessant. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn Leute mit ihrem Schaden im Chat flexen. Das ist nämlich auch so ein anderer Punkt, den ich nicht verstehe. Es interessiert keinen. Es interessiert keinen, ob ihr 200.000 Schaden gemacht habt in der Runde. Warum man damit flexen muss, um sich gut zu fühlen. Vor allem, wenn ihr halt nicht konstant diesen Schaden macht. Wenn ihr, ich habe schon sehr oft gesehen, dass Leute geschrieben haben, guck mal, 200.000 Schaden, dann gehst du halt auf den Profilen, dann haben die halt einen durchschnittlichen Schaden auf dem Schiff, wo man sich halt denkt, okay, nur weil das mal passiert, deswegen flext ihr damit. Ja, keine Ahnung. Ich verabschiede mich aber, wir hören uns hoffentlich im nächsten Replay. Bis dann, habt noch einen schönen Tag. Ciao.